So, willkommen zurück. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir graben uns jetzt mal... Ich grab mal hier einen Stück nach unten und wir werden mal gucken, was dann passiert. Die Hitze steigt wahrscheinlich. Okay. Immer noch 90%. Oder ist hier unten irgendwas... 91%, aber da sehe ich was. Irgendwelche kleinen Insekten. Ob die diese Geräusche vielleicht machen? Okay, kill bin faster. Ich glaube, dass da oben bedeutet, dass das Inventar voll ist. Oh, wie viele das sind einfach auch. Schieß sie doch ab! Wir brauchen eine neue Waffe, wie es aussieht. Okay, was haben wir denn abgenommen? Hallo, ein kleines Chamäleon. Aha, hier unten war einfach ein Gang. Ob das von denen jetzt gewesen ist? Schwer zu erkennen. Okay, aber jedenfalls ist es scheinbar nicht mit unserer Rüstung in Zusammenhang zu bringen. Aber man sieht tatsächlich Heat 91%. Je weiter wir runterkommen, umso heißer wird's. Achso, das hat ja alles keinen Sinn mehr. Die gehen wahrscheinlich kaputt, wenn ich es jetzt einsammeln will und deswegen macht's keinen Sinn. Was natürlich ein bisschen doof, das Inventar ist natürlich ständig voll. Aha. Eingefangen irgendwie. Oh, ich habe den Stein kaputt geschossen. Was macht denn hier so eine komischen Geräusche? Den kriegen wir nicht kaputt, den Stein. Hier der Opferpunkt. Etwas anbieten. Opfern ist ja immer ein Angebot machen. Da kriegt man dann wohl Geld dafür. Wahrscheinlich ist es eine Art Händler. Kann ich mir auch gut vorstellen. Nee, craften will ich gerade mal nichts. Wir wollen mal schnell... Wir schneiden nochmal die Gems. Und wir gucken mal, was wir noch für... Haben wir noch irgendwelche Rohstoffe? Nee, haben wir nicht. Wir haben nur Gems eingesammelt. Was können wir denn? Können wir denn hier was craften? Da fehlt uns auf jeden Fall Eisen dafür und hier fehlt uns Eisen und Bronze. Hier fehlt uns auch Eisen, Bronze, Kobalt. Aber es gibt doch erstmal nicht mehr im Moment. Nee, im Moment. Mal gucken, ob das, was hier nachher noch raus, alles noch kommt. Später. So, jetzt gucken wir mal. Heat 86%. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir nach oben können. Und das versuchen wir einfach mal so rauszufinden. Immer mal schießen. Wir machen einfach komplett die Ammunition leer. Heat 85%. Aha, das geht natürlich nur da, wo Dreck ist. Ist ja ganz klar. Also gehen wir nochmal ein Stück höher. Gucken, wo Schluss ist. Hier ist Schluss. Glaube ich. Ja, weiter hoch geht nicht. Hitze 83%. Laufen mal ganz hier oben lang. Das erinnert mich so ein bisschen an Super Mario damals. Da gab es die Abkürzung. Okay, also nach rechts geht es definitiv viel weiter als nach links. Da unten war eine Höhe. Oh, guck mal. So, jetzt gucken wir mal, was das hier alles ist. Die holen wir uns. Das sieht sehr gut aus. Das scheint Eisen zu sein oder sowas.
So, jetzt haben wir aber ein Problem. Wir müssen jetzt gucken. Also die drei können wir erstmal so nehmen, okay? Oh, das ist aber ganz schön zu kämpfen. Okay, und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir die... Achso, das ist nicht das Problem. Wir können einfach immer drauf springen auf den nächsten und wieder hochfliegen und dann... Mal gucken, was hier unten drin auf uns wartet. Ah. Das ist mir natürlich leichter vorgestellt. Nehmen wir die auch erstmal. Achso, das war's schon. Dann haben wir schon erstmal alles Eisen abgegraben. Was haben wir da noch? Kobalt? Hier Quatsch. Hier Opum, Opal, Opal. Opium. Ach, guck mal, wir haben schon wieder das Inventar voll. Ach, so eine Scheiße. Dann nehmen wir noch den hier hinten mit. Den letzten da. So. Incoming message. Your fuel is getting low. How can I get more fuel? Go to the regeneration station next to the portal on the right, stand near and touch the building to receive some free fuel from Urza. Walk up to it and touch it. Got it. You also use the same building to revise your health. Also hier geht es also darum, das wissen wir jetzt schon, wie wir an Fuel kommen. So. You found me and I am Copper and I will tell you where to find monsters. Also wir haben einen Roboter gefunden, der heißt Kupfer und der wird uns sagen, wo wir Monster finden. Ah, okay. Hast du meine anderen Brüder gefunden bisher? Ich suche noch. Okay. Halte Ausschau nach Monstern. Da ist ein unbekanntes und bei 99.999 Fuß. Wow, das ist nah dran. Das war aber Ironie, glaube ich. Was heißt denn das da jetzt eigentlich immer? Inventar ist voll, soll das wahrscheinlich bedeuten. Okay, dann laufen wir mal nach zurück. Und dann stürzen wir einfach mal in die Tiefe da hinten. Ach, Low Fuel steht da. Und noch Killed Monster. Aber was das Killed Monster bedeuten soll, weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Hier sind wir hochgekommen, glaube ich, ne? Machen wir einfach mal folgenden. Gehen wir einfach mal hier von oben nach unten durch. Und dann müssten wir direkt am Dingens rauskommen. But you will lose all your uncut gems and mirrors. Was? Nein! Bist du dämlich? Oh! Och nein, was war deine einzige Rede, die ich dir gegeben habe? Lass es nicht nochmal passieren. Hast du zugehört? Jetzt ist mein ganzes Inventarzeug alles weg, ehrlich, nein. Das ganze gesammelte Eisen. Mein Inventar ist alles weg. Was, nein. Das ist doch assi. Das ist jetzt echt wirklich nicht wahr. Ich stand genau vorm Portal. Oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein, ehrlich. Was ist das für ein... Jetzt ist natürlich Frust angesagt. Okay, gehen wir nochmal darüber. Ich check's nicht. Ich war genau da. Oh, das war so... Ich hatte so viel Eisen einstecken. Das ist schon echt gemein jetzt, ne? Ich meine, natürlich kam die Meldung, Achtung, Low Fuel, die kam natürlich und ich habe sie auch gesehen, aber echt jetzt, wirklich, das darf nicht wahr sein. Okay, na dann gucken wir mal, was es hier noch gibt. Ich grabe jetzt mal durch nach links. So eine Scheiße, nee, ehrlich mal. Alles weg. Das ganze Eisen ist weg. Irgendwann und irgendwo wird es hier wahrscheinlich... Komm mal am Portal raus. Da ist wieder Opal zu sehen. Da kommen wir also wieder von oben ran.
Also mit Munition haben wir nicht das Problem. Das geht ja ganz gut. Schießen können wir uns hier durch den Dreck, das ist nicht das Thema. Aber dass der Treibstoff ausgegangen ist und wir dadurch alles verlieren, was wir eingesammelt haben, das ist natürlich schon ganz schön scheiße. Aber das ist, was ich an dem Spiel angenehm finde, ist, es hat was mit Minecraft gemeinsam. Man kann schön ein Laber-Let's Play daraus machen. Okay, da haben wir den Roboter haben wir befreit, der läuft jetzt hier mit uns rum. Was ist das? Wieder ein Schatz. Wir haben etwas bekommen. Jetzt, ohne dass wir sterben. The Fractured Nest? Ein Nest? Aber ein Nest wovon? Okay. Wir graben uns mal nach links. Irgendwo hier muss das Portal ja wieder kommen. Keine Ahnung, was das Fractured Nest darstellen soll. Haben wir denn hier eine Art Map? Nee. Tiefe 213,33 Meter oder Fuß. Hitze 87%. Also ich glaube, unsere Rüstung hält noch stand. Aber wohl nicht mehr sehr lange. Nicht sehr viel tiefer. Hier waren wir wohl schon mal, wa? Toll, jetzt finde ich natürlich nicht mehr nach Hause. Doch hier. Aha, gucke mal. Aber was ist das für ein nerviger Scheiß, dass man da seine Sachen verliert? Wie blöd ist denn das? Das war so viel Eisen. Achso, hier waren wir nicht. Es war so unglaublich, unheimlich toll viel Eisen. Ja, immerhin drei. Fuel auffüllen. So, gut. Dann schauen wir in der nächsten Stunde, Folge, mal an, wie es weitergeht. Falls wir wieder rumschießen müssen da unten. Refilled Ammo. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, tschüss, bis zur nächsten Folge, lass es dir gut gehen und bye.